Cube Circle beschäftigt sich mit der Transformation heutiger agrarischer, linearer Produktionssysteme in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Christian Ulrichs, leite das Fachgebiet Urbane Ökophysiologie der Pflanzen an der Humboldt-Universität zu Berlin und bin Sprecher des Verbundvorhabens Cube Circle. Wir forschen in der Förderrichtlinie des BMBF Agrarsysteme der Zukunft an nachhaltigen Produktionssystemen im urbanen Raum. In CUBES sind wir ein interdisziplinäres Team mit WissenschaftlerInnen aus vielen verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Biosystemtechnik, Aquaponik, aber auch Psychologie. Denn die Herausforderungen, die wir adressieren wollen, die lassen sich auch nicht auf eine Wissenschaft fokussieren, sondern wir brauchen hier eine ganzheitliche Betrachtung. Bereits heute leben schon mehr Menschen in Städten als auf dem Land und das weltweit. Wenn wir uns aber anschauen, wo Lebensmittel produziert werden, dann ist das weit weg von Städten. Wir glauben, dass Lebensmittel dort produziert werden sollten, wo sie auch konsumiert werden. Wir haben eine wachsende Bevölkerung und gleichzeitig auch aufgrund des Klimawandels haben wir immer weniger nutzbare Anbauflächen. Deshalb möchten wir mit CUBES von natürlichen Ressourcen unabhängiger werden. Das heißt, wir nutzen Technologien und Innovationen, die zwar die Natur imitieren, aber eben unabhängig von natürlichen Ressourcen sind, um so auch wieder hier ein Gleichgewicht herzustellen. Wir haben hier unterschiedliche Produktionssysteme, die wir so verknüpfen wollen, dass hier Symbiosen entstehen. Wir produzieren hier Gemüsekulturen, Insekten als auch Fische und versuchen, die intelligent und symbiotisch zu koppeln. Es geht dabei darum, dass wir der Natur ein wenig abgeschaut haben, dass es keine Abfallstoffe gibt. Und das versuchen wir hier zu übertragen auf unser System. Das heißt, die Reststoffe, die in dem einen Produktionssystem anfallen, sind Wertstoffe in dem nächsten Produktionssystem. Die Tomate, das ist ein sehr schönes Beispiel. Wir haben hier tolle Früchte, aber wenn die abgeerntet sind, dann bleibt sehr viel Biomasse übrig. Diese Biomasse ist ein Wertstoff, der dann im Insektencontainer verfüttert werden kann. Bei der Insektenproduktion bleiben auch wieder Reststoffe übrig. Die können dann als Proteinquelle in den Fischcontainer überführt werden. Und bei den Fischen bleibt sehr viel energiereiches Wasser übrig und auch Substanzen, die zu Boden sinken, die wiederum können gut in den Pflanzencontainer zurücküberführt werden. Unsere jetzigen Agrarsysteme sind sehr effizient, aber auch sehr ressourcenhungrig. Langfristig werden wir eine höhere Nachhaltigkeit erreichen müssen. Das heißt, wir müssen mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, effizienter umgehen. Und wir erhoffen uns hier tatsächlich eine höhere Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette durch diese Verknüpfung verschiedener Systeme. Agrarsysteme der Zukunft gemeinsam gestalten bedeutet für uns, die Nahrungsmittelproduktion für künftige Generationen wieder in ein natürliches Gleichgewicht zu bringen.